Nordwestradio. Von einem, der auszog. Drewermanns Märchenwelt. Am Mikrofon begrüßen Sie Hans-Heinrich Oberuh, natürlich der Mann, der gerade schon im Titel unserer Sendung genannt wurde, der Theologe und Psychoanalytiker Eugen Drewermann. Ich grüße Sie, Herr Drewermann. Guten Abend, Herr Oberuh. Ja, Sie haben schon in unseren vergangenen Märchenwelten tiefenpsychologisch und philosophisch Grimmsche Märchen auf Ihren Gehalt hin abgeklopft und dabei Anregungen, Fragen, Probleme von Ihnen, nämlich von Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern, berücksichtigt. So soll das auch heute sein. Sie können sich auch heute wieder bei uns melden in den nächsten beiden Stunden. Telefonnummer und Mailadresse nenne ich in Kürze. Unser Märchen heute, Froschkönig. Oft ja so verballhornt im Alltag, so nach dem Motto, da sucht eine Frau einen Traumprinzen und stößt eben halt nur auf einen Frosch. So banal und trivial wollen wir uns es heute nicht machen, Dr. Drewermann. Eigentlich geht es ja in diesem Märchen der Brüder Grimm, ja, ich sag's mal so ein bisschen plakativ, um die zarte Liebe zwischen zwei jungen Menschen oder man muss sagen Kindern, ne? Das Tragische liegt oft scheinbar im Trivialen. Wenn wir die Frage beantworten könnten, warum sich eine Prinzessin ausgerechnet in einen Frosch verliebt, könnten wir mancherlei Seelennot und Leid lindern. Vielleicht nicht ganz verstehen, aber doch trösten und helfen, aus der Klemme zu kommen. Das Märchen jedenfalls versucht genau dies. So viel steht von Anfang an fest. Es ist möglich, dass Prinzen herabsinken und werden zu Fröschen in den Augen ihrer Geliebten. Das Umgekehrte, dass ein Frosch ein Prinz wird, hat man selten. Und das behaupten sogar die Naturwissenschaftler. Die Blumen blühen und sie verwelken im Herbst. Das ist Entropie. Man liebt einander und dann kommt der Alltag darüber her und macht alles alltäglich. Man gewöhnt sich aneinander und es wird gewöhnlich. Man kennt keinen Respekt und keine Dankbarkeit mehr. Man wird einander vertraut und verliert dabei im Grunde die Nähe, die man mal gesucht hat. Das alles kann passieren. Dieses Märchen behauptet, es ist umgekehrt auch möglich. Gegen jedes Naturgesetz kann die Seele lernen. Etwas, das man immer schon auch geliebt, aber gleichzeitig verachtet hat, am Ende nur noch lieb zu haben. Und etwas, das man gesucht und geflohen hat, zugleich am Ende so zu finden, dass man bei sich selber im anderen ankommt. Wie das möglich ist, wissen die Märchen, wissen die Träume, ist sehr schwer mitunter in einer Psychotherapie zu gestalten und manchmal tut's das Leben ersatzweise auf wunderbare Art. Kann man sagen, ohne jetzt vorzugreifen, dass in diesem Märchen dann, weil Sie es auch gesagt haben, da wird der umgekehrte Weg geschildert, so ein Stückchen ja Utopie drinsteckt? Ja, vor allem Leid. Also viele Frauen, die uns heute Abend zuhören, erwartungsvoll die Geschichte vom Froschkönig, werden sagen, ist genau meine Story. Ich wach morgens auf und dann hatte ich doch einen Prinzen mal geheiratet und jetzt liegt es neben mir. Nicht gerade quakend, aber schnarchend, hochbäuchig, breitbeinig. Womit habe ich das verdient? Der Tag fängt nicht gut an. Aber wie hilft man da herauszukommen? Wir wollen uns jetzt helfen, indem wir natürlich wieder unseren Kollegen Holger Postler gebeten haben, uns das Märchen einzulesen. Und wir hören jetzt die erste Sequenz. In alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, lebte einmal ein König, der hatte wunderschöne Töchter. Die jüngste von ihnen war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles schon gesehen hat, sich verwunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien. Nahe bei dem Schlosse war ein großer, dunkler Wald, und mitten darin, unter einer alten Linde, war ein Brunnen. Wenn nun der Tag recht heiß war, ging die jüngste Prinzessin hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens. Und wenn sie Langeweile hatte, nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder auf. Das war ihr liebstes Spiel. Nun trug es sich einmal zu, dass die goldene Kugel der Königstochter nicht in die Händchen fiel, sondern auf die Erde schlug und gerade in den Brunnen hineinrollte. Die Königstochter folgte ihr mit den Augen nach, aber die Kugel verschwand, und der Brunnen war tief, so tief, dass man keinen Grund sah. Da fing die Prinzessin an zu weinen und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten. Als sie so klagte, rief ihr plötzlich jemand zu. »Was hast du nur, Königstochter? Du schreist ja, dass sich ein Stein erbarmen möchte.« Sie sah sich um, woher die Stimme käme. Da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser streckte.
»Ach, du bist's, alter Wasserpatscher«, sagte sie, »ich weine über meine goldene Kugel, die mir in den Brunnen hinabgefallen ist.« »Sei still und weine nicht«, antwortete der Frosch, »ich kann wohl Rat schaffen, aber was gibst du mir, wenn ich dein Spielzeug wieder heraufhole?« »Was du haben willst, lieber Frosch«, sagte sie, »meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, auch noch die goldene Krone, die ich trage.« Der Frosch antwortete, »deine Kleider, deine Perlen und Edelsteine und deine goldene Krone, die mag ich nicht. Aber wenn du mich lieb haben willst und ich dein Geselle und Spielkamerad sein darf, wenn ich an deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem goldenen Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken, in deinem Bettlein schlafen darf, dann will ich hinuntersteigen und dir die goldene Kugel heraufholen.« »Ach ja«, sagte sie, »ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur die Kugel wiederbringst.« Sie dachte aber, der einfältige Frosch mag schwätzen, was er will, der sitzt doch im Wasser bei seinesgleichen und quakt und kann keines Menschen Geselle sein. Der einfältige Frosch, denkt sie, aber da wird sie sich noch umschauen. Wir beschäftigen uns heute hier in der Drewermanns Märchenwelt mit dem Froschkönig und Sie können ja auch dann bei uns anrufen und Ihre Fragen dazu stellen. Vielleicht haben Sie auch Impressionen im Kopf, vielleicht haben Sie eigene Probleme, die Sie auch an diesem Märchen abarbeiten wollen. Gemeinsam mit Dr. Drewermann, hier ist unsere Telefonnummer. Wo habe ich sie? Da habe ich sie, 0421 für Bremen, 24 66 24 noch einmal 0421 24 66 24. Sie können uns auch per E-Mail schreiben. Märchenwelt natürlich mit AE @radiobremen.de. Die ersten Mails haben uns bereits erreicht. Märchenwelt @radiobremen.de. Ja, so geht's los, glaube ich, auch so mit dem Trugschluss eben halt des Mädchens, weil sie sagt, naja, diesen Frosch, den habe ich doch in der Hand. Wir müssen uns die wenigen Sätze, die über das Mädchen gesagt werden, einmal so vorstellen, dass sie ein ganzes Schicksal aus Kindertagen konfigurieren kann. Wenig wird uns mitgeteilt. Ein König, dessen Gegenüber als Frau gar nicht erwähnt wird, hat Töchter, aber wirklich bemerkenswert ist nur die Jüngste. Sie ist zauberhaft schön. So sehr, dass die Sonne selber, die doch auch den Vater verkörpert und dessen Augen zum Leuchten bringt, nie etwas Schöneres gesehen hat als dieses Mädchen. Mit anderen Worten, es ist dieses Kind auf der Welt als der erfüllte Traum des Vaters. Die Schönheit seiner Tochter ist sein eigener Stolz. Darin aufzuwachsen ist ihr Selbstverständnis und ihr Selbstbewusstsein. Sie gewinnt Würde, indem sie das Wunschbild des Vaters verkörpert und erfüllt, und darin hat sie ihre Identität. Das ist die einzige Bestimmung, mit der das Märchen beginnt, und es verheißt, es war eine Zeit, in der das Wünschen helfen mochte. Was wünscht ein solches Mädchen sich? Das Paradox ist hier in dem Märchen am Anfang gar nichts. Die Welt müsste und könnte so bleiben, wie sie gezeichnet wird. Manchmal allerdings ist es verräterisch heiß am Tage. Und man könnte denken, in der Entwicklung eines Mädchens kommt eine Phase, in der es nicht mehr möglich ist, einfach unschuldig als Kind zu spielen. Dennoch versucht die Königstochter es. Es geht in den dunklen Wald hinein, ein Teil ihres eigenen Unbewusstes. Sie setzt sich an den Brunnenrand, wieder ein Bild des Abgründigen in der eigenen Seele. Und sie fängt an, Fangen zu spielen mit der goldenen Kugel. Da bräuchten wir ein Stück weit tiefenpsychologische Symboldeutung. Das, was so rund da ist, kann als Bild konfigurieren für unsere Ganzheit im eigenen Leben, die Integration unserer Persönlichkeit. Wenn unser Leben stimmig wird und in dem Sinne rund und golden ist, dass dies ein Akt des Bewusstseins wäre. Wie die Sonne droben am Himmel, so könnte unsere Seele sich formen, dass es ganz wird. Im Leben eines Mädchens, das heranwächst, ist ein solcher Schritt zur Ganzwerdung völlig unmöglich, außer es integriert die Schatten und die Dunkelseiten in seiner Seele. Grob gesprochen könnten wir reden von der Sehnsucht nach Liebe, dem Erwachen der Sexualität, dem Verlangen nach einem Gegenüber, der zunächst völlig fremd ist und dennoch gebraucht wird. Das Männliche, mal ganz abstrakt gesprochen. Viele, die uns hier zuhören, werden sich daran erinnern, wie sie 12 Jahre, 14 Jahre waren, wie sie anfingen, Tagebuch zu schreiben oder Briefe formulierten
oder einfach in ihrer Sehnsucht begannen zu träumen. Es hat Rainer Maria Rilke einmal in dem Buch der Bilder ein Gedicht geformt unter dem Titel Kindheit und dabei, wahrscheinlich ohne es zu wissen, sich der nämlichen Chiffren bedient, die in unserem Märchen vorkommen. Ich gebe das Bild des Wartens, des Hinwachens ins Erwachsenwerden einmal in seinen Worten wieder. Da rinnt der Schule lange Angst und Zeit mit Warten hin, mit lauter dumpfen Dingen. O Einsamkeit, o schweres Zeitverbringen. Und dann hinaus, die Straßen sprühen und klingen und auf den Plätzen die Fontänen springen und in den Gärten wird die Welt so weit. Und durch das alles gehen im kleinen Kleid, ganz anders als die anderen gehen und gingen. O wunderliche Zeit, o Zeitverbringen, o Einsamkeit. Und in das alles fern hinauszuschauen, Männer und Frauen, Männer, Männer, Frauen und Kinder, welche anders sind und bunt, und da ein Haus und dann und wann ein Hund und Schrecken lautlos wechselnd mit Vertrauen. O Trauer ohne Sinn, o Traum, o Grauen, o Tiefe ohne Grund. Und so zu spielen, Ball und Ring und Reifen in einem Garten, welcher sanft verblasst, und manchmal die Erwachsenen zu streifen, blind und verwildert in des Haschens Hast. Aber am Abend still mit kleinen, steifen Schritten nach Haus zu gehen, fest angefasst. O immer mehr entweichendes Begreifen, o Angst, o Last! Und stundenlang am großen, grauen Teiche mit einem kleinen Segelschiff zu knien, es zu vergessen, weil noch andere, gleiche und schönere Segel durch die Ringe ziehen und denken müssen an das kleine, bleiche Gesicht, das sinkend aus dem Teiche schien. O Kindheit, o entgleitende Vergleiche, wohin, wohin? Wenn wir uns die Königstochter so vorstellen, an dem Brunnenrand hätten wir verstanden, was sich in ihr abspielt. Es ist ein Aufbrechen in ein völlig Unbekanntes, ein Ahnen von etwas, das als notwendig buchstäblich empfunden wird und gleichzeitig doch gemieden werden möchte. Dazwischen verliert sich die Kugel und muss gefunden werden, nicht mehr aus eigenen Mitteln, sondern als Geschenk zurückgebracht werden von jenem ganz anderen. Und um den müssten wir uns anfanghaft, um das Märchen zu verstehen, auch noch ein wenig kümmern. Der Froschkönig. Ich greife ein wenig vor und sage, die Schlüsselerklärung für sein ganzes Wesen kommt buchstäblich am Ende des Märchens, wenn sich die Augen öffnen. Da wird er erklären, dass er ein Prinz ist, überhaupt kein Frosch, als den man ihn bis dahin wahrgenommen hat, sondern verzaubert von einer Hexe. Und wir sollten jetzt denken, diese Hexe ist die eigene Mutter. Wenn ich das sage, bekommen vielleicht manche Einschrecken. Niemand möchte als Mutter seiner Tochter oder seinem Sohn zur Hexe geraten. Es hätte eine Frau auch in der Seele ihres Sohnes überhaupt nur diese Macht, wenn sie nicht ihr Kind sehr lieb hätte und umgekehrt das Kind die Mutter. Es ist ein ambivalentes Verhältnis und wir müssten uns aus den wenigen Andeutungen hier wieder eine ganze Geschichte vorstellen. Der Frosch, das heißt ein Junge, der wie ein König aufwächst und gleichzeitig als Frosch leben muss, haust drunten, tief im Brunnen, mitten im Schlamm, im Morast. Das ist sein Medium. Und im Hintergrund steht eine Frau, die ihn derart verzaubert, dass ein anderes Dasein für ihn gar nicht zu wählen steht. Wie ist das möglich? Auch von dieser Hexe hören wir nicht, dass sie ein Gegenüber, einen Mann hätte. Sie ist ein Junge, der ganz und gar bezogen ist auf seine Mutter. Und nun müssten wir einfach mal die Tiefe dieses Brunnens für das Bild der Seele nehmen. Dann könnten wir uns denken, dass da eine Mutter ist, die eigentlich zu depressiven Gestimmtheiten neigt, die buchstäblich selber trauernd ist, schwarz umflort, geheimnisvoll in ihren Tiefen, abgründig auch. Und der Junge hätte die Aufgabe, den fehlenden Vater an der Seite dieser Frau zu ersetzen. Sie geht auf in dem Leben für ihren Jungen.
Der aber geht auf im Leben für seine Mutter. Es ist eine Einheit, die kaum gelöst werden soll. Der Junge würde die Mutter unendlich traurig machen, wenn er sie verließe. Und undenkbar wäre es für die Frau, eine andere Rolle einzunehmen, als für den Jungen zu sorgen. So wäre das Brunnengefängnis vollkommen. Wir könnten solche Interpretationen nur wagen, wenn sie im weiteren Text sich bestätigen. Und das geschieht hier. Wenn wir in der Psychotherapie oder unter unseren Freunden einen wirklichen Frosch hätten, dann würden wir jemanden so benennen, der uns für feige vorkommt. Sei doch kein Frosch, sagen wir dann zu ihm. Oder wir finden, dass er sich nicht klar ausdrückt, dass das alles, was er sagt, eine unklare, bedrückte Sprache ist. Auch seine Weltwahrnehmung ist in der Perspektive immer von unten nach oben. Er macht sich zu klein. Und vielleicht wünschen wir das gar nicht. Dann würden wir ihn ermuntern, er soll doch mal was für sich tun. Und wir könnten denken, eine Frau an seiner Seite, das wäre des Rätsels Lösung. Es wird Psychotherapeuten geben, die so zuraten. Also Frauen gibt es wie Sand am Meer, sie müssen sich nur umschauen, sie müssen zugreifen. Das Paradox ist, ein solcher Mann oder ein Junge, der in dieser Form zum Mann wird, wird die Prinzessin am Brunnenrand über alles lieben. Sie wird ihm erscheinen wie ein überirdisches Wesen, aber genau darin wird der Grund liegen, vor ihr wegzulaufen. Er wird nie den Mut haben, sie anzureden, aufgrund seiner eigenen Niedergedrücktheit. Er ist der Prinz seiner Mutter, aber die Wahrheit ist, er lebt voller Minderwertigkeitsgefühle, dass er nie herauskommt, nie frei wird, dass er eigentlich wie ein Sklave für die Mutter da zu sein hat. Das tut er gern, aber es führt nicht dazu, dass er sich selber dafür achten könnte. Eigentlich hat er keinen eigenen Willen. Eine Bedingung ist, und an der hebt dieses Märchen zielgenau an, die Königstochter ist aufgelöst vor Tränen, als sie ihre Kugel verloren hat. Und nun ist die Chance. Er, der Froschkönig, kann der weinenden, schönen Prinzessin, die schönste auf der ganzen Erde, hilfreich entgegentreten. Er kann für sie was tun. Das ist die Voraussetzung, den Froschkönig überhaupt in die Nähe der Königstochter zu bringen. Und alles Weitere haben wir gehört. Es ist wie ein bettelndes Hinterherlaufen. Aber dieses Betteln ist auch gleichzeitig wie ein Befehlen. Es ist ein Suchen, aber gleichzeitig wie eine Sucht. Es ist ein Helfen, aber gleichzeitig wird daraus ein Herrschen. Es sind gewaltige Ansprüche. Die Königstochter denkt noch, sie käme davon weg, wenn sie als Belohnung, was sie hat, ihm schenken würde. Überhaupt nicht das will er. Er will ihre Person, genauer, er will ihre Gemeinsamkeit. Und jetzt sind wir dabei, uns vorzustellen, wie Froschkönig und Hexe zusammen waren, Sohn und Mutter. Genau so, eine Einheit, die total ist, in allem. Und das Erstaunliche dabei, die Königstochter ist gerade dabei, zur Frau heranzureifen. Was der Froschkönig in Aussicht stellt, ist exakt das Gegenteil. Er wird mit ihr die kleine Kinderstube wiederholen. Alles in Verkleinerungsform. Trinken aus dem Becherlein, sitzen an dem Tischlein. Die kleine Welt, die die Königstochter eigentlich bewahren würde, zu beschützen, zu verlängern und zu behüten, das ist das Eintrittstor der Werbung für diesen Froschkönig. Den unbewussten Wunsch der Königstochter wird er ganz und gar erfüllen. Aber was wird aus dem anderen Wunsch, der auch existiert? Das Problem ist, alles ist ambivalent. In der Königstochter in Bezug zu dem Vater, das werden wir uns gleich noch anschauen, in dem Froschkönig in Bezug zu seiner Mutter, in dem Verhältnis der beiden. Es geschieht das eine und gemeint ist das andere. Und es geschieht das andere und nicht sein soll das andere. Es widerspricht sich, indem es geschieht. Und wie man aus diesem Gefängnis jetzt eine Doppelverbindung herauskommt, ist das Geheimnis, das dieses Märchen lösen möchte. Und das werden wir gleich noch wieder hören von Holger Postler, weil Sie haben vorher noch Musik mitgebracht von einem Komponisten, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn man jetzt sagt, oh Gott, der hat ja von Musik gar keine Ahnung, Ottoriono Respighi. Wer ist das und warum haben Sie das ausgesucht? Das sind Musikstücke zu den Brunnen von Rom. Und das passt ganz vorzüglich, denn wenn wir das hören, haben wir nicht nur die springenden Quellen, nicht nur die Fontana, die Trevi, die jeder kennt, der Rom mal gesehen hat. Es ist auch das Gehüpfe scheinbar. Es ist das Schreiten, das wie auf der Stelle bleibt und langsam vorankommt. Das retardiert und dann wieder sprunghaft vorangeht.
Genau diese Musik, die man mit einem Wasserstrahl verbindet und dann auch in Assoziation zu der Bewegungsform dessen, der dem Wasser hier entsteigt, dem Nachlaufen zur Königstochter, kann man hören in der Musik. Und die hören wir jetzt auch. Und danach gibt es wieder Telefonnummer und Mailadresse. Am heutigen Samstag wieder Drewermanns Märchenwelt hier im Nordwestradio. Heute geht es um den Froschkönig. Wir haben uns ja schon einiges von dem Froschkönig, von dem Märchen erzählen lassen von Holger Postel. Der kommt gleich auch wieder. Und dann natürlich auch was schon an Analyse gehört von Dr. Drewermann. Bevor ich da eine Frage noch habe, hier nochmal unsere Telefonnummer. Da können Sie sich dann auch wieder bei uns einschalten mit Ihren Fragen, mit Ihren Anregungen. 0421 für Bremen und dann 24 66 24. 0421 24 66 24. Und per Mail sind wir erreichbar unter märchenwelt@radiobremen.de. Und Dr. Drewermann, eine Frage hätte ich nun doch noch. Vielleicht ist sie auch wieder zu alltäglich, zu nah dran am Märchen und nicht an dem, was dahinter steckt. Aber wenn ein Mädchen die Kugel, sagen wir mal den Ball, also sein Spielzeug verliert und das rutscht da in den Brunnen, dann wäre es doch das Natürlichste, dass dieses Mädchen dahin geht, wo es Hilfe schon seit seines Lebens bekommen hat, meinetwegen zum Vater, und sagt: Vater, hol mir die Kugel wieder. Wenn das Märchen realistisch wäre, im normalen Sinne, wäre das möglich. Natürlich könnte am Königshof irgendeine Mannschaft bestellt werden, die den ganzen Brunnen leer pumpt unter Umständen. Auf jeden Fall ein Taucher würde eingesetzt. Der Frosch selber wird gebraucht, nicht eine solche Hilfsmannschaft. Die Symbolsprache lässt keinen anderen Schluss zu, als dass erwartet wird ein Gegenüber, den man liebhaben könnte. Und genau das ist der Frosch. Das Paradox ist im Erleben vieler Mädchen, dass sie etwas versprechen, im Grunde aus lauter Angst unter der Klausel, dass man sicherlich nicht halten muss. Dann arrangiert man sich für einen Nachmittag, man geht zusammen, lässt sich einladen zum Eisessen, spaziert, um auch vor den Freundinnen ein wenig anzugeben mit einer neuen Bekanntschaft. Aber man will im Grunde die Sache nicht ernst nehmen. Das in gewissem Sinne Tragische für die Königstochter, das im Letzten für sie Rettende, ist die Tatsache, dass für den Froschkönig die Beziehung bitterernst ist. Wir sagten schon, es ist völlig unmöglich für einen solchen niedergedrückten, gehemmten Charakter, wie wir uns den Froschkönig vorstellen können, in der Zerrissenheit eines hohen Selbstbewusstseins und gleichzeitig eines starken Minderwertigkeitsgefühls eine andere Beziehung aufzusuchen, als eine solche, die von unten sich nach oben richtet. Da steht die wunderschöne Königstochter, das Traumbild der Sehnsucht. Und gleichzeitig wäre es völlig unerreichbar. Aber es gab die eine Dienstleistung. Man könnte auch denken, es ist die Vorstellung, wenn ich dem anderen hilfreich bin, wenn ich ihm nützlich werde, wenn ich mich für ihn engagiere, sodass er mich gebrauchen kann, dann wird er mich nicht mehr zurückweisen. Was für die Königstochter absurd ist, ist für den Froschkönig absolut ernst. Das ist die Bedingung der ganzen Beziehung, und so sind wir mitten in einem Missverständnis. Aus der Perspektive der Königstochter hat sie jetzt einen Anbetenden, der ständig hinter ihr herhüpft. Das ist das Lächerliche, das Lästige, und in jedem Falle kann sie ihm schnell entkommen. Sie ist rascher bei Fuß als der Froschkönig in seiner Langsamkeit und Schwerfälligkeit. Aber es gibt keine Rettung, weil psychisch die Bindung von Anfang an so gestellt ist, dass die beiden einander benötigen werden, um jeweils zu sich selber zu kommen. Der Froschkönig kann von seiner Mutter, der Hexenfrau im Hintergrund, nur erlöst werden in der Nähe dieser Prinzessin. Und wir werden gleich noch sehen, auch die Prinzessin wird von ihrem Vater, der sie lieb hat, der sie auf seine Weise ehrt und verachtet, dessen Stolz sie ist, nur loskommen, wenn sie zu dem Froschkönig hinfindet. Ein Mann, der von solchen Verwirrungen selber ein Süchtiger viel verstanden hat, war Charles Baudelaire. In Le Fleur du Mal, in den Blumen des Bösen, beschreibt er mal die Geschichte einer Riesin. Und zwar aus der Perspektive eines kleinen Mannes, der aufschaut zu der großen Frau. Die deutsche Übersetzung ist unmöglich so schön wie das französische Original, aber es hört sich trotzdem poetisch genug an, dass es verdient, vorgelesen zu werden. Zur Zeit, da der Natur der kräftevollen, gewaltige Kinder groß und wild gediehen, hätt ich,
bei einer jungen Riesin leben wollen, wie eine Katze auf der Königin knien. Ich hätte erspäht in ihrem Spiel dem Tollen des Leibes wachsen und der Seele blühen, den leichten Tau, der ihrem Augen quollen, der tief versteckten, düstern Flamme glühen. Hätt ihrer mächt'gen Glieder Pracht umstreichelt, auf ihren stolzen Knien mich geschmeichelt. Und manchmal, wenn die kranke Sommerglut sie müd dahingestreckt auf sonnigen Matten, hätt schlummernd ich an ihrer Brust geruht, ein friedlich Dorf in mächt'ger Berge Schatten. Das ist ein gigantischer Sexualtraum natürlich, voller Lust und voller Wollust und gleichzeitig so dezent ausgedrückt, dass alles im Irrealen noch bleibt. Ich hätte gewünscht, es hätte sein können, es war in Zeiten, die noch ganz anders waren. Das Unbewusste drängt und sehnt sich, verlangt geradewegs nach einer Realisierung, die schwer als erfüllbar vorzustellen ist. Drum ist nun das Weitere vorgeprägt. Der Frosch wird Tupf und Tupf in Muck und Ruck hinter der Königstochter herhüpfen. Die wird vor ihm weglaufen und fliehen und ihre Zuflucht nehmen im sicheren Hause ihres Vaters, wie sie vermeint. Und dann ist Holger Postler. Jetzt ist Holger Postler dann und Sie öffnen den Blick auch bei mir. Ich habe dieses Märchen früher, als ich es ganz normal gelesen habe, in Anführungsstrichen, immer so als eine Lehrstunde für das Mädchen begriffen. Also quasi im Grunde genommen, der wird mal gezeigt, wie man mit Menschen umgeht, also dem Mensch hinter dem Frosch. Und ich habe nie daran gedacht, dass ja auch in dem Frosch sehr viel Probleme stecken. Aber okay, dazu haben wir ja Sie. Und jetzt hören wir Holger Postler. Am andern Tag, als sie sich mit dem König und allen Hofleuten zur Tafel gesetzt hatte und eben von ihrem goldenen Tellerlein aß, da kam plitsch, platsch, plitsch, platsch etwas die Marmortreppe heraufgekrochen. Als es oben angelangt war, klopfte es an die Tür und rief: »Königstochter, Jüngste, mach mir auf!« Sie lief und wollte sehen, wer draußen wäre. Als sie aber aufmachte, saß der Frosch vor der Tür. Da warf sie die Tür hastig zu, setzte sich wieder an den Tisch, und es war ihr ganz ängstlich zumute. Der König sah wohl, dass ihr das Herz gewaltig klopfte, und sprach: »Mein Kind, was fürchtest du dich? Steht etwa ein Riese vor der Tür und will dich holen?« »Ach nein«, antwortete sie, »es ist kein Riese, sondern ein garstiger Frosch.« »Was will der Frosch von dir?« »Ach, lieber Vater, als ich gestern im Wald bei dem Brunnen saß und spielte, fiel meine goldene Kugel ins Wasser. Als ich deshalb weinte, hat sie mir der Frosch heraufgeholt. Und weil er es durchaus verlangte, versprach ich ihm, er sollte mein Spielgefährte werden. Ich dachte aber nimmermehr, dass er aus seinem Wasser käme. Nun ist er draußen und will zu mir herein.« Da sagte der König: »Was du versprochen hast, das musst du auch halten. Geh nur und mach ihm auf.« Ja, der Spielgefährte und der König, ein strenger Geselle eigentlich, kann man sagen. Also unterstützt seine Tochter nicht allzu doll, ne? Wir müssen auf dieses Merkwürdige noch zu sprechen kommen, warum der Vater in merkwürdiger Weise zu der Tochter, die er über alles liebt und deren Schönheit er bewundert, sein Jüngstes, sein Nähkästlein, sein Ein und Alles, in äußerster Strenge in Bezug zu dem Frosch ist. Ehe wir das Rätsel nachher nicht gelöst haben, verstehen wir ein wichtiges Moment in diesem Märchen nicht. Aber halten wir es nochmal dafür. Die Königstochter fühlt sich ganz und gar wohl scheinbar in der Welt, in der sie sich geborgen weiß, in der sie sich aufgehoben fühlt, an des Vaters Tisch, gemeinsam mit den anderen. Das ist die vertraute Welt, in die sie geschwind hat zurückkehren wollen. Nur es bleibt eine Mädchenwelt. Eine Kinderwelt auch, ne? Es müsste sich öffnen, und genau das geschieht durch das Klopfen an der Tür und den Plitschplatz des Frosches, der sie ruft, und zwar die Jüngste, nicht die anderen, nur sie. Ganz richtig sieht der König, dass der Schrecken im Herzen seiner Tochter so wirkt, wie wenn ein Ungeheuer sichtbar geworden wäre. Ein Riese vermutet er, ein Übermaß an Kraft. Dass genau das Gegenteil der Fall sein könnte, ahnt er nicht. Es ist das vermeintlich unwürdige, ekelhafte, niedrige, unmenschliche, gewissermaßen schleimig, tierische, das sie abstößt. Manchmal gibt es Frauen, die sich so ähnlich äußern. Der Partner ist zu demütig, zu quallig, zu schleimig, nicht festzulegen.
hat Glubschaugen vielleicht sogar, ist immer sehr viel, untertänig, demütig, bittend, wenn er doch mal Rückgrat zeigen würde, wenn er mal Charakter hätte, wenn er mal aufwüchse, wenn man mal wüsste, was man in der Hand hat. Aber so doch geht es nicht. Eigentlich können wir ahnen jetzt schon, wie es dahin kommt. Die Königstochter, die so geliebt wird von ihrem Vater, erwartet als Partner zumindest jemanden, der ein ähnliches Format hat wie ihr Vater. Das müsste ein Riese sein, dann wäre sie wie erlöst. Käme jemand daher, der die Größe, den Nimbus des Vaters auffüllen würde, dann könnte ihr das Herz gehören, ihm das Herz gehören. Genau das aber ist nicht der Fall. Und man kann sogar vermuten, wenn es denn so wäre, würde die Königstochter auch gleichzeitig Angst bekommen vor einem solchen Mann. Man darf nicht den eigenen Vater liebgewinnen. Man muss ihn meiden und jemand anders als Ersatz für ihn finden. Aber kaum tut man das, läuft das alte Schattenbild wieder nach und verfälscht die neue Erfahrung. Man sucht den Vater, den man hatte, in dem Neuen wieder, vergleicht ihn miteinander und der Partner schneidet immer schlecht ab. Den Vater hat man kennengelernt viele Jahre. Diesen Burschen, der sich jetzt meldet und die Nähe sucht, vielleicht erst seit ein paar Stunden oder ein paar Tagen, das ist ein Kräftemessen im Vergleich, das gar nicht zu gewinnen ist. Der Vater hat sich in die Seele seiner Tochter sehr viel intensiver eingeschrieben. Und noch einmal dabei, es ist von der Mutter nicht die Rede. Man könnte auch denken, die Tochter hat gelernt, an der Seite dieses Vaters die Mutter ein Stück weit zu ersetzen. Wenn sie so schön ist, wie die Mutter gar nicht war, wenn der Vater nur noch sie sieht, dann hätte sie es geschafft. Sie ist die Einzige des Vaters. Und dann müsste sie die Nähe zum Vater verteidigen gegen jedes andere Anerbieten von Liebe. In wirklichen Beziehungen kann es sogar sein, dass eine Tochter aufwächst, immer mit Schuldgefühlen, sehr zwielichtigen Empfindungen. Die Mutter könnte eifersüchtig werden über diese zu enge Beziehung von Vater und Tochter. Wir könnten uns vorstellen, dass der Vater mit der Frau, die seine eigene ist, sich schwer tut, dass ihm tatsächlich die Jugendlichkeit seiner Tochter mehr erfreut als die Nähe der Frau, mit der er sie gezeugt hat. Und dann würde die Beziehung Vater und Tochter, die Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe eines solchen Königs, zumindest ein ganzes Stück ausfüllen können. Die Königin, wenn es sie denn gäbe und wenn sie nicht überhaupt zum Verschwinden gebracht worden wäre, könnte kaum anders als mit verhaltener Eifersucht darauf reagieren. Es könnte dann sein, dass die Tochter sich sogar die Gefühle der Liebe zu ihrem Vater so verstellt, dass sie bewusst als realer Wunsch nicht mehr lebbar sind, mit Rücksicht auf die Mutter. Um die Familie zusammenzuhalten, müsste dann eine solche Königstochter, Jüngste, sich opfern des Familienfriedens zuliebe. Sie täte alles, was der Vater möchte. Und das jetzt ist der Schlüssel für alles Weitere. Die Tochter hat gelernt, dass Liebe zum Vater bedeutet, gehorsam sein und darin die Pflicht zu sehen und den Inbegriff des Guten. Was der Vater sagt, ist nicht nur der Leitmaßstab zum Leben. Es ist die unbedingte Erwartung, so sein zu müssen, wie er spricht. Und seine Wünsche zu erfüllen, ist das persönliche Ideal. Der Vater steht da als Ideal des zu liebenden Mannes und was er sagt, als Inbegriff des Ideals der Tochter für sich selber. So muss sie sein, so hat sie zu werden, so muss sie sich verhalten. Ist das so typisch eigentlich für ein Märchen, gerade weil Sie es auch eben noch so erklärt haben, auch beim Froschkönig, wo die Mutter nicht eine offizielle Rolle spielt, aber man kann was eingeheimnissen. Hier ist es die Tochter-Vater-Beziehung, drei Figuren, mehr nicht, kein Ensemble, keine weiteren Verwandten, Geschwister und dergleichen mehr. Es gibt dann noch den treuen Heinrich, der am Rande dann noch eine Rolle spielt. Ist das so typisch für ein Märchen, dass alles so reduziert wird oder wie man heute sagt, fokussiert wird auf drei Personen? Ob es vier sind, ist egal. Das gehört zur Erzählform der Märchen, dass sie nicht wie Romane sich in mehrere Taue verdrehen, die dann wieder ineinander geflochten werden, sondern dass sie in aller Regel aus einer einzigen Perspektive berichten. Das Märchen heißt hier der Froschkönig und damit wäre die Perspektive vorgegeben. Es ist schon schwierig für ein Märchen, beide Perspektiven, auch die der Königstochter, damit zu verbinden. Es wäre dann ein Doppeltitel, der Froschkönig und die schöne Königstochter.
Schon für die Titelvergabe wäre das im Rahmen eines Märchens zu kompliziert. Real haben wir es damit zu tun. Im Übrigen, im wirklichen Leben ist es auch nicht ganz viel anders. Wenn tatsächlich konkrete Probleme in der persönlichen Entwicklung, in einer wirklichen Beziehung auftreten, ist die Neigung mitunter ins Weite zu gehen, alles Mögliche anzuklagen, als Ursache zu benennen, schuldig zu finden. Und je mehr das sich in die Wolke begibt, desto unklarer wird es. Tatsächlich ist Fokussieren das richtige Wort. Man müsste genau nachsehen, mit welch einer Person hat man es in dem anderen zu tun? Wie sind die Verhältnisse? Wie wird da miteinander geredet? Durch welche erinnerbaren Erlebnisse ist jemand so geworden, dass er zu diesem Partner sich hingezogen und gleichzeitig von ihm abgestoßen fühlt? Und was wird dem anderen vor sich gehen? Nehmen wir an, wir hätten nur die Königstochter im Gespräch und sie würde jetzt ihrer Freundin oder ihrem Psychotherapeuten sagen, ich habe da einen Mann, einen Verehrer, einen Jungen. Ich glaube, der hat mich lieb, aber es ist unmöglich. Ich mag ihn nicht, ich kann ihn nicht lieben. Er ist mir zu niedrig. Dann könnten wir im nächsten Schritt hören, dass der Maßstab für hoch und niedrig gewonnen ist am eigenen Vater. Den bewundert das Mädchen und wir hätten jetzt das Problem, wie könnten wir die Seele dieses Mädchens langsam lösen von dem eigenen Vater und neugierig machen auf etwas anderes, Reifendes, Wachsendes. Dazwischen liegen alle möglichen Formen von Enttäuschung. Aber da der Froschkönig nicht locker lässt, erwartet er jetzt auf Befehl des Königs selber, dass er an die Tafel gehoben wird, nicht nur Einlass bekommt, sondern am gleichen Tisch als Genosse aus demselben Becherchen, aus demselben Teller essen darf. Das ist die innigste Tischgemeinschaft. Noch ist er nur ein Gast dabei, aber das Passepartout Einlass zu gewinnen ist der Befehl des Vaters. Mit anderen Worten, der Froschkönig müsste in das Bild des Vaters hineinkommen, um die Seele der Geliebten zu gewinnen. Bis dahin hat er nichts weiter als den Befehl des Vaters, den es real noch gibt. Mit Berufung auf den hat er eine Chance, dass ein treu gegebenes Versprechen erfüllt wird, ganz anders als es gegeben wurde. In der Erwartung der Königstochter nämlich, was ich sage, muss ich gar nicht halten. Es ist so absurd, dass es gar keine Chance hat, je real zu werden. Wenn aber doch. Was macht man mit Beziehungen, die eine Hoffnung im anderen wecken, an die man selber gar nicht geglaubt hat, an die der andere aber mit aller Lebensenergie festhält? Dann hätte man irgendwann sogar sowas wie Verantwortung. Und wenn man sie selber nicht fühlt, hätte man vielleicht ein vom Vater vermitteltes Gewissen, das einem sagt, du musst aber daran festhalten. Am Ende könnte es sein, dass das Mitleid mit dem Froschkönig ein Motiv ist, sich irgendwie auf das Abenteuer, das jetzt kommt, einzulassen. Aber wir müssen schauen, wie das wird. Wir schauen es gleich mit Holger Postelfeuer. Gibt es noch Musik von Bach? Was haben Sie da mitgebracht? Es sind Kinderlieder. Und passend zu der Szene, wo die Königstochter noch am Tisch des Vaters speist, im Kreise ihrer Angehörigen und immer noch das Mädchen ist, das Kind sein möchte, das nicht sich entwickeln muss, weil es doch so schön ist und das im Grunde die Tür verschlossen halten will, hinter der der Frosch schon lauert und an die er gerade klopft und um Einlass bittet. Bevor Bach kommt, kommt von mir nochmal die Telefonnummer hier unserer Sendung. Sie können gerne bei uns anrufen. 0421 24 66 24. Sie wollen nur sagen? Wohlgemerkt, Bach komponiert hier das Mädchen, das Lied für Mädchen, die manchmal so sind, sperrig, abwehrend, schwierig. Und unsere Internetadresse noch, unsere Homepage oder beziehungsweise unsere Mailadresse, so heißt es offiziell, märchenwelt@radiobremen.de. Und jetzt Bach über Mädchen. Devermanns Märchenwelt heute zum Froschkönig. Und wie weit sind wir gekommen? Also, der Ball, die Kugel in den Brunnen gefallen, der Frosch hilft, er klagt ein Versprechen ein, er ist auch wirklich drauf und dran, dieses Versprechen sich zu holen, kommt an Königshofe, um das zu machen, was er vorhat, nämlich mit der Prinzessin zu spielen, auch die Nacht zu verbringen, mit ihr die Nahrung einzunehmen. Die Prinzessin denkt, das kann ich alles wirklich sein lassen, das war doch ein so illusorisches Versprechen, aber dann ist da der Königsvater, der sagt, nee, das musst du alles einhalten, so weit waren wir jetzt und jetzt warten wir aufs Ende, ne? Wollen wir Holger Postler uns anhören?
Ja, machen wir. Endlich sprach der Frosch: Ich habe mich satt gegessen und bin müde. Nun trag mich in dein Kämmerlein und mach dein seidenes Bettlein zurecht. Die Königstochter fing an zu weinen und fürchtete sich vor dem kalten Frosch, den sie sich nicht anzurühren getraute und der nun in ihrem schönen, reinen Bettlein schlafen sollte. Der König aber wurde zornig und sprach: Wer dir geholfen hat, als du in Not warst, den sollst du hernach nicht verachten. Da packte sie den Frosch mit zwei Fingern, trug ihn hinauf in ihr Kämmerlein und setzte ihn dort in eine Ecke. Als sie aber im Bette lag, kam ihr gekrochen und sprach: Ich will schlafen so gut wie du, heb mich hinauf, oder ich sag's deinem Vater. Da wurde sie bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn gegen die Wand. Nun wirst du Ruhe geben, sagte sie, du garstiger Frosch. Als er aber herabfiel, war er kein Frosch mehr, sondern ein Königssohn mit schönen, freundlichen Augen. Der war nun nach ihres Vaters Willen ihr lieber Geselle und Gemahl. Er erzählte ihr, er wäre von einer bösen Hexe verwünscht worden, und niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können als sie allein. Und morgen wollten sie mitsammen in sein Reich gehen. Ja, und das habe ich damals, als ich das Märchen noch gelesen habe, so gelesen, dass ich gedacht habe, okay, die hat ja auch einiges durchmachen müssen. Ja, also ich meine, so ein Frosch mit ins Bett nehmen ist nicht unbedingt der attraktivste Partner für eine junge Frau, wie ich damals noch gedacht habe, für ein Kind. Aber jetzt wird sie belohnt. Auch wenn sie da ein bisschen garstig gewesen ist, mit an die Wand klatschen, das ist ja nicht so unbedingt das Eleganteste, aber sie wird belohnt. Es steht auf einmal, ja, ich sag mal, der Traummann vor ihr oder der Traumprinz. Es endet, wie ein Märchen enden sollte, aber Sie haben vollkommen recht. Wer rein freudianisch in einer Traumanalyse etwa ein solches Bild vor sich sähe, da kommt ein Frosch in das Bett einer wunderschönen Prinzessin gehüpft, kann kaum anders als an sexuelle Begegnung denken, die da symbolisiert wird. Und der ganze Abscheu vor diesem unbekannten, geschlechtlichen, noch nie eingeübten, vor dem anderen, das von Seiten eines Mannes angetragen kommt, verschattet die gesamte Liebesbeziehung. Das ist das eine, und wir könnten uns schon damit begnügen, triebpsychologisch die Geschichte ein Stück weit gedeutet zu haben. Sie ist aber vielschichtiger. Sie haben vorhin ganz richtig gefragt, wieso ist der Vater so hart zu seiner Tochter? Versteht, die Tochter kann mit ihm nicht diskutieren. Es gibt keinen Kompromiss. Sie wird festgelegt auf ein Versprechen, das sie gegeben hat, rein moralisch. Und der Zensur, was man versprochen hat, das muss man halten. Und das soll jetzt die Beziehung, eine Liebesbeziehung für ein ganzes Leben werden. Was geht in diesem König vor sich? Ist das eine realistische Vorstellung, wie Menschen miteinander zurande kommen sollen? Natürlich weiß der Vater, dass es eigentlich so nicht geht. Und wir müssten diesem Mann, der seine Tochter über alles wertschätzt und der sie auf Händen trägt, unbewusst ein ganz anderes unterstellen. Er verlangt von der Königstochter, dass sie diesen Frosch heiratet. Wir haben manchmal Märchen, wo die zu Heiratende als Preisjungfrau von dem Vater angeboten wird. Der künftige Schwiegersohn muss eine Tätigkeit erfüllen, die im Grunde unmöglich ist. Und im Hintergrund den König selber zum Gegner hat. Dann wird der König gewinnen und der Brautwerber ist aus dem Feld geschlagen. Es ist mitunter ein Kampf sogar auf Leben und Tod. Da muss als Heroe, als Recke, der Brautwerber sich das Herz seiner Geliebten erobern. Mannhaft, kämpferisch, stark, den Vater im Hintergrund überwinden. Ganz anders hier, im Grunde viel geschickter. Der Vater verpflichtet seine Tochter, gerade keinen Helden zu heiraten, keinen, der auch nur annähernd sein Format hätte, sondern wie sie verpflichtet dazu, das, was sie im Grunde verachtet, an ihre Seite hinzunehmen. Warum? Wir könnten uns denken, der Gewinn im Unbewussten auf der Seite des Königs wäre sehr einfach, wenn die Tochter jemanden heiratet, den sie niemals lieben wird. Dann kann sie niemals aufhören, beim Vater zu bleiben. Sie wird auf ewig seine Tochter sein. Und die beiden werden einander in Ewigkeit, ihr ganzes Leben lang lieben. Und der Wunsch des Vaters würde in Erfüllung gehen und der unbewusste Wunsch der Tochter auch. Deswegen kann der König diese Härte an den Tag legen. Er kämpft im Grunde um seine Tochter, um sie bei sich zu behalten, indem er den Worten nach sie freigibt an jemanden, der als Partner auch in seinen Augen nicht wirklich in Frage kommt. Ist ein Trickser? Eigentlich kann man sagen, ein Trickser.
Das sind in der Mythologie Wesen, die immer gute Ratschläge haben, es auch gar nicht schlecht meinen, aber aufgrund der eigenen Widersprüchlichkeit und Ambivalenz ziemlichen Schaden anrichten können. Hier jetzt läuft das ganze Drama auf einen Höhepunkt hinaus, der sich entlädt wie ein Vulkanausbruch. Manchmal unter Frauen ist das Märchen vom Froschkönig beliebt, weil es diesen Gipfel erreicht. Man muss Männer an die Wand quacken. Das ist emanzipatorisch. Die Frau erlaubt sich, aggressiv zu sein, zieht selber die Schuhe an, kann dem Mann den Marsch blasen, ist die Chefin sozusagen. Es geht aber so nicht. Was wir in Wirklichkeit vor uns haben, ist ein ganz anderes. Manchmal fragt eine Frau, warum habe ich meinen Mann nicht gehen lassen, als es darauf ankam? Warum habe ich ihn immer noch bei mir behalten? So wie es hier geschildert wird, mit zwei Fingern spitzig angefasst, in die Ecke gesetzt, auf äußerste Distanz. Aber dann kam er wieder, klagte, fragte wieder. Und selbst wenn ich ihn abgewiesen hätte, es war das Gefühl, ich muss doch für ihn da sein. Die Stimme des Vaters, die Stimme der Verantwortung. In irgendeiner Weise konnte ich mich von ihm nicht trennen. Vielleicht hätte ich das tun müssen. In diesem Märchen kommt es dahin, dass die Tochter inwendig explodiert. Die ganze Beziehung zu diesem Frosch war bis dahin eine Gehorsamsbeziehung. Um dem Vater zu gefallen, muss man das tun, was einem selber überhaupt nicht gefällt. Das ist der Widerspruch. Um den Vater als Liebespartner zu behalten, muss man mit jemandem verheiratet werden, den man nicht lieb hat. Das schafft einen solchen Stau, dass man es irgendwann nicht mehr verträgt. Und hier im Märchen bricht es sich Bahn. Wütend wird diese Königstochter. Und sie will es nicht mehr. Sie will auf gar keinen Fall in die Zärtlichkeit einwilligen mit diesem glitschigen Etwas, das da sich bemerkbar macht. Und dann kommt es dahin, dass sie nicht nur Distanz, sondern Abstand und Abscheu gleicherweise artikuliert. Sie kann nicht mehr, sie will nicht mehr. Und es ist eine Aktion, die aggressiv gemeint ist. Normalerweise verbindet man mit Aggression, auf den anderen zuzugehen. Aggredi, lateinisch. Hier ist es genau umgekehrt. Sie wirft den anderen so weit weg, wie es nur geht. Und nun ist die Märchensprache genial. Den anderen vor die Wand werfen ist tiefenpsychologisch auch ein Bild für Vereinigung miteinander. Es geschieht etwas, das wie ein Gewaltakt von beiden Seiten gemeint sein könnte und das, wenn es denn doch zustande kommt, eine Veränderung bewirkt in der Wahrnehmung. Einmal so gesagt, wenn die Tochter endlich aufhört, nur die gehorsame Dienerin und Geliebte ihres Vaters zu sein, wenn sie mit der gehorsamen Tochterrolle bricht, kommt zum ersten Mal ein ehrliches Gefühl in das ganze Spielwerk. Sie übt keine Rolle mehr. Sie wird authentisch. Sie spricht zum ersten Mal die Dinge, die für sie wirklich stimmen. Sie spielt mit dem Frosch nicht mehr, mit dem Vater nicht mehr, mit sich selber nicht mehr. Sie sagt die Wirklichkeit. Und sie sagt sie erstmal negativ. Ich will das nicht. Aber es ist die Bedingung dafür, auch zu sagen, was sie denn wirklich will. Und das paradoxerweise gibt die Chance auch für den Froschkönig zu sagen, wer er selber ist. Bis dahin haben wir gesehen, dass er sich in die Rollenerwartung der Prinzessin hineinfügt, mit Tellerchen und Bettchen und der kleinen Kinderwelt, die er bedienen möchte, in die er sich hineingeschlichen hat. Auch damit kann er selber jetzt brechen und dann muss er nicht mehr der kleine Frosch sein. Auch er kann aufwachsen zu seiner eigentlichen Größe. Wie das in Wirklichkeit sich darstellt, ist kaum anders vorstellbar als in langen Gesprächen, die umeinander für Verständnis bitten. Der Froschkönig könnte jetzt sagen, wie sich das verhält. Ich habe getröstet meine Mutter. Ich bin hinabgetaucht in ihre Traurigkeiten. Und als ich dich am Brunnen weinen sah, war das genau das Bild, das ich erlösen wollte für mich selber, von dem ich frei kam, indem ich auf dich zuging. Und du warst die Einzige, die in dieser Mischung von Schönheit und Traurigkeit gleichzeitig in Erinnerung an meine Mutter ein Gegenbild für meine Mutter schaffen konnte. Dem bin ich gefolgt. Wie blind, einen anderen Weg gab es gar nicht, aber du kannst mir glauben, du bist für mich, wie es die Sonne sieht, wie es dein Vater sah, so ich auch, das Schönste, was ich finden konnte. Und glauben kannst du, es geht mir um das Äußere, vielleicht ästhetisch auch,
Aber im Ganzen ist es mir so unwesentlich wie all die schönen Dinge, die du mir damals versprochen hast. Es geht mir um dein Herz, um dich selber, um die Schönheit, die du innerlich in dir trägst, und die ist unvergänglich. An die glaube ich, und in gewissem Sinne, die brauche ich für mich selber. Ich kann nur groß werden an deiner Seite, wenn du mir erlaubst, so zu werden, wie ich mich eigentlich finde. Dann können wir beide lernen, erwachsen zu werden. Ich muss nicht mehr der kleine Junge meiner Mutter sein, du nicht mehr das kleine Mädchen deines Vaters. Wir nehmen uns beide an die Hand und wir gehen gemeinsam in eine Erwachsenenwelt, die wir erobern. Gemeinsam, uns liebend, reifend, miteinander, aneinander, zueinander. Dann käme dieses Märchen zur Erfüllung. Und es hätte den Zynismus nicht mehr, mit der emanzipatorisches empfohlen wird. Quackt die Männer. Damit ist überhaupt nichts gewonnen. Außer man quackt zugleich die Ehe und die Beziehung und entwickelt sie vielleicht nicht weiter. Ich will nicht sagen, dass es nicht manchmal richtig sein könnte, einen Schlussstrich zu ziehen. Hier aber zieht die Prinzessin in gewissem Sinn einen Trennstrich gegenüber ihrem Vater, indem sie sich öffnet, dem Froschkönig gegenüber. Zudem sagt sie Nein, aber in Wahrheit sagt sie Nein zu dem Gebot des Vaters, nur jemanden zu lieben, der ihr im Grunde unliebsam erscheint. Und diese Verneinung hat im Hintergrund genau die Bejahung, die sie beide in die Wahrheit führt. Dann hörten wir im Abspann noch, das haben Sie erwähnt, die Geschichte vom getreuen Heinrich. Dem ist um die Brust gespannt ein Reifen, der auf der Hochzeitskutsche hinten, bei der er mitfährt, wie der Steuermann, immer wieder ein Reifen nach dem anderen bricht. Wir müssten denken, der Froschkönig ist wie in Angina pectoris eingeschnürt gewesen. So eng war seine Brunnenwelt, so eingeschnürt sein guter Wille auch. Und jetzt lernt er frei zu werden auf das Glück hin, auf die Freude hin. Und die Königstochter, die es ihm bietet, kann es zugleich in Dankbarkeit empfangen. Denn er führt sie ein in ein ganzes Königreich, das ihr noch nicht gehört hat, aber das das seine ist. Und er verliert den Panzer. Übrigens eine ganz persönliche Reminiszenz an meine Schulzeit, immer dann, weil ich nun mal auch Hans Heinrich heiße, also auch Heinrich, damals noch sehr gängiger Name in meiner Kindheit und in meiner Jugend. Immer dann, wenn ich die Vokabeln nicht konnte in Englisch, hat meine Englischlehrerin zu mir gesagt, Heinrich, der Wagen bricht. Das ist meine Erinnerung. Aber jetzt kommt Ihre Musik, Stravinsky, haben Sie mitgebracht. Es ist die Zusammenfassung von dem, was wir gehört haben. Man muss es nur hören, es ist dramatisch ineinander gefügt. Wir hören es jetzt und vorher nochmal die Telefonnummer. Mails haben uns schon erreicht. Wenn Sie ja noch anrufen wollen, gerne hier bei uns in der nächsten Stunde von Drewermanns Märchenwelt. 0421 24 66 24. 0421 24 66 24. Drewermanns Märchenwelt heute zum Froschkönig und wir steigen ein in die Diskussion hier im Nordwestradio. Sie können selbstverständlich noch bei uns anrufen. 0421 24 66 24. Erste Mails haben wir auch schon erhalten. Hier ist eine, und zwar von Anna. Die Emanzipation des Mädchens und des Jünglings kann nur passieren, weil eine Abspaltung von den Eltern gelingt. Welche Schritte schlagen Sie vor, Sie, Dr. Drewermann, damit die Abnabelung in Liebe und Respekt passieren kann? Was macht die Emanzipation von den Eltern zum Segen für beide Seiten? Eine Bedingung zweifelsohne liegt da drin, miteinander so zu reden, dass es den anderen aufhört zu verletzen. In dem gewalttätigen Bild, den Frosch an die Wand zu werfen, taucht das nicht ohne weiteres auf. Aber wenn Sie so fragen, ist das sicherlich mitgemeint. Angedeutet wird, dass der Froschkönig seine Geschichte erzählt. Und nachdem er sich gewandelt hat, er ist gar kein Frosch mehr, sondern er ist ein schöner Prinz geworden, hat er ein Gegenüber, das ihm auch wirklich zuhört. Zumindest die Möglichkeit, dass der andere noch Seiten an sich trägt, die man nur noch nicht wirklich wahrgenommen hat, dass er viel schöner ist, als man gedacht hat. Könnte eine solche Verbundenheit aufbauen, die dann aufeinander zuwächst. Wir müssen auch noch mal sagen, dass ein Moment der Ablehnung, der Erniedrigung des anderen in etwas ganz Natürlichem liegt, in der Sexualsymbolik nämlich. Es gibt ein Bild von Edvard Munch, Pubertät, ein sehr berühmt gewordenes Bild, das er im Grunde einem belgischen Maler verdankt als Entwurf. Da sieht man unbekleidet ein Mädchen auf einer Bettkante sitzen und dahinter aufwachsend ein riesiger Schatten.
Eigentlich ist dieser Schatten der eigene Vater. Und er macht Angst. Dieses Mädchen schaut in eine Welt hinein, die wie leer ist, wie hypnotisiert von einer Gefahr, die sich heranschleicht. Und die auch könnten wir versimpelt, miniaturisiert entdecken in dem Froschsymbol. Da nähert sich etwas Unheimliches, auf das man nicht vorbereitet ist. Aber eigentlich wäre Männlichkeit, Liebe, Erwachsenwerden etwas Wunderschönes. Lediglich, wenn es sich verbindet mit der Hintergrundgestalt des viel zu Großen, des Väterlichen, auch dann des Verbietenden, kann es sein, dass das alles abgewertet und verboten wird. Dann ist es völlig unmöglich, den anderen als liebenswert zu sehen. Dann wäre er ja auch der Verführer. Dann wäre er in gewisser Weise auch ein Betrüger. Dann will er ja nur das eine mal wieder, so wie sie alle sind. Er möchte dann genau das, was man sich als Tochter dem Vater gegenüber auch nur zu denken immer schon verboten hat. Auch all das könnte wegfallen, wenn man ein Stückchen Glück lernt, miteinander zu leben. Und dann müsste man einander erzählen, wie man aufgewachsen ist. Manche Ehen scheitern daran oder kommen in Gefahr, einfach dadurch, dass man sich kennenlernt und dann auf einem bestimmten Sockel festschreibt. Dann verewigt man das, was man gesucht hat, verewigt aber auch das, was man vermisst hat. Man schreibt fest das, was man möchte und was für einen bestimmten Zeitraum auch funktioniert, hat aber gleichzeitig auch die Störstellen mit im Getriebe und wird sie nicht mehr los. Das alles kann erst wieder ins Fließen kommen, wenn man miteinander redet. Und es ist ein Irrtum zu denken, man springt in eine intensive Beziehung hinein, wie wenn man durchs Fenster auf die Straße springt. Es geht nicht mit einem Ruck, so wie das Märchen dazu verleitet zu glauben, mit einem Klacks an die Wand wäre die Sache gelöst. Es ist richtig, einen entscheidenden Schritt zu tun, der fast aussieht wie ein Gewaltakt. Aber dann kommt eine lange Phase des geduldigen Zuhörens aufeinander, des ringenden Aufeinanderzuwachsens, des wechselseitigen sich Erklärens. Immer wird dabei der Froschkönig etwas Verwandtes bei sich selber finden, wenn die Prinzessin erzählt, wie sie mit ihrem Vater umging. Und wenn er redet von der Hexe, die ihn verwunschen hat, wird sie ein Ähnliches finden. Sie ist nur die schöne Königstochter gewesen, aber möchte es nicht sein, dass sie darin auch ihre Hexenseiten mitbekommen hat, dass sie nicht liebesfähig geworden ist, zu einer erwachsenen Frau aufzuwachsen. Dann wäre es möglich, dass der Schatten des Vaters die Zukunft verstellt. Und daraus kann sie nur erlösen jemand, der wirklich an sie glaubt, der sie wirklich lieb hat. Und jetzt erleben wir in der Geschichte, dass die beiden tatsächlich sich wechselseitig von dem einen Elternteil erlösen, an dem sie wie in Dualunion gebunden waren. Übrigens muss das gar nicht sein, dass ein wirklicher König zu Hause saß, ein starker Vater, eine imposante Gestalt, ein Zeus auf dem Olymp gewissermaßen, ein Mann, der es wusste, zu dem man aufschaute als Mädchen. Es kann auch sein, dass man den Vater nie gekannt hat, dass er einem fehlte. Mitunter sind die Menschen am meisten gegenwärtig, die man ersehnt hat, weil sie nicht da waren, die man gebraucht hätte und vermisst hat. Und die eben deshalb in Dauerpräsenz gegenwärtig blieben. Die fehlenden Väter können in der Seele einer Tochter fast so viel Einfluss haben wie die Überbevorzugung durch den Vater, den es real gab. Man kann eine ganze Wunschwelt gerade auf eine Leinwand werfen, die selber noch gar kein Bild trägt. Da ist die eigene Seele dann künstlerisch sich das Bedürfnis, auf das sie hinschauen möchte, vorzustellen. Im Schatten des Vaters hat dieser Königssohn, der Froschkönig, eigentlich keine gute Chance. Aber wenn er sich verständlich macht, wie er wurde, was er ist, und andeutet, wozu er eigentlich sich bestimmt fühlt, wird die Königstochter eine gute Chance haben, sich bei ihm wohlzufühlen. Er hat ihr nicht nur geholfen, den Ball wiederzufinden. Er hat sich hineingedacht in ihre Traurigkeit. Wie in die seiner Mutter, dürfen wir vermuten. Er war ihr Seelengefährte. Er hatte Tiefgang, ganz buchstäblich. Er war nicht einfach primitiv. Er konnte in die Tiefe tauchen und daraus Schätze hervorholen. Das ist seine Fähigkeit. Und wenn er die behält, in einer eigenen Würde, die ihm die Liebe schenkt,
könnten die beiden sehr, sehr glücklich werden. Und ich wünsche natürlich in Antwort auf Ihre Frage, dass Sie von etwas reden, das so kommen könnte. Ist das vielleicht das Dilemma, weil Sie es gerade angesprochen haben, von der Familie, wo der Vater gar nicht da ist? Ist das vielleicht das Dilemma von alleinerziehenden Müttern heutzutage in diesen Rumpffamilien, dass sie nicht nur alleine sind, sondern auch noch gegen einen Vater im Grunde genommen ankämpfen müssen, den es nicht gibt, aber der von dem jeweiligen Kind vielleicht idealisiert wird? Das kann absolut sein. Stellen wir uns vor, eine alleinerziehende Mutter mit dem einen Jungen, ein Einzelkind womöglich. Die beiden haben ihre Sinnerfüllung ineinander und sie werden sich sehr schwer tun, voneinander zu lassen. Es kann auch im Hintergrund der Fall sein, dass der Vater die Vorstellung von Erziehung hatte, wie man einen Jungen richtig behandelt, völlig konträr zu dem, was die Frau wollte. Dann bekämpft sie den Erzeuger ihres eigenen Sohnes in dem Sohn. Der gesamte Ehekrieg wird in ihm nochmal ausgetragen. Und daraus erwächst die Verpflichtung, so zu sein, wie Mutter ihn haben möchte. Sonst ist sie sehr depressiv, sehr traurig und muss getröstet werden. Und die Fähigkeit, ich bin meiner Mutter ja nützlich, ich kann ihr helfen, kann ein solches negatives Selbstwertgefühl bei einem Froschkönig bilden. Er ist zu ganz großem berufen, er ist eigentlich der König im Reiche seiner Mutter und gleichzeitig ein winziges Wesen, das verhindert wird, selbstständig zu werden. Aus dieser Mischung müsste man neu herausgehen. Ein Rezept für einen Froschkönig wäre allemal aufzuhören, sich zu überfordern. Man muss nicht die Welt retten, man muss nicht die Mutter erst einmal retten, ehe man deren Kind werden darf. Irgendwann kann man beginnen, mal zu schauen, was man selber möchte. Das ist der Fall bei der Prinzessin, wo sie den Gehorsam zu ihrem Vater aufkündigt. Zu viel ist zu viel. Dr. Devermann, zu der Mail von Anna. Und ich hoffe, Anna, die Sie jetzt wahrscheinlich uns zuhören, dass wir so ein bisschen auf Ihre Fragen eingehen konnten. Ich habe noch eine weitere Mail vorher, aber noch natürlich der Hinweis, weitere Mails sogar, dass Sie gerne auch bei uns anrufen können. Wie gesagt, 0421 für Bremen, 24 66 24, 0421 24 66 24. Lisa hat uns geschrieben, ich würde das Verhalten des Frosches streckenweise als zäh und fordernd bezeichnen. Wie geht man mit Menschen um, die ständig fordern und mir das Gefühl geben, noch nicht genug getan zu haben? Das ist eine schwierige Beziehung und Sie haben vollkommen recht, wenn Sie das hier beobachten. Der Froschkönig bettelt, aber im Grunde befiehlt er. Er hilft, aber im Grunde herrscht er. Er sucht ein Gegenüber, aber es ist süchtig danach und fordert einfach ein. Es ist eine fordernde Abhängigkeit, eine demanding dependency, sagen die Psychologen dazu. Auf der einen Seite ist der Froschkönig jemand, der ja etwas getan hat, der gegeben hat, der also sich vorstellt, Anspruchsrechte zu haben auf Wiedergutmachung, auf Gegenleistung. Wenn der andere merkt, wie ihm geworden ist aus den Händen des Froschkönigs, dann muss er dankbar sein. Dann muss er selber entsprechend gefügig antworten. Und das ist eine Forderung, die in jedem Maße über das hinausgeht, was einen tun kann. Um den Froschkönig zu reduzieren, müsste man sagen, es ist richtig, du hast symbolisch mir den Weg ins Leben eröffnet, als es darauf ankam. Du hast das Bild meiner Ganzheit aus dem Brunnen geholt, das war wunderbar. Aber jetzt können wir nicht mehr ins Allgemeine, ins Totale gehen. Wir müssen es konkret machen. Was möchtest du jetzt von mir? Du hast gesagt, du willst gar nichts von dem, was ich habe, nur die vollkommene Gemeinsamkeit. Das war mal dein Wunsch. Aber jetzt betrachtet ist es auch ein kindlicher Wunsch. Eigentlich könnten wir dann ständig am Tischlein sitzen und im Bettlein liegen und kleine Kinder spielen. So ist das Leben nicht. Es ist auch möglich, miteinander etwas zu tun, aneinander etwas zu erreichen, gemeinsam auf ein Ziel zuzugehen. Kurz, wir könnten mal konkretisieren, was du jetzt möchtest, heute Nachmittag zum Beispiel. Was soll ich da für dich tun und welche Vorstellung hättest du, dass ich in irgendeiner Weise für dich da wäre? Und das Umgekehrte auch. Wenn es nach mir ging, könnte ich mir vorstellen, wir machten, du machtest für mich, wir gemeinsam dies und das. Dass eine konkrete Planung an die Stelle von totalen Überforderungen im Allgemeinen Platz greifen könnte.
Es ist nicht einfach, dieser Tage noch, erzählte mir ein Mann, dass seine Frau ihn nicht versteht. In seinen Augen ist er der Gönner und der Geber. Schon sozial, als die beiden heirateten, war er zwei Gesellschaftsschichten über ihr. Sie musste eigentlich froh sein, zu ihm emporgehoben zu werden. Und nun tut er alles. Er stellt ihr zur Verfügung große Möglichkeiten im Leben, finanziert die einfach aus der Touristenkasse. Er ist für sie da, er ist kein schlechter Mensch, er sieht auch im hohen Alter gar nicht übel aus. Und trotzdem erklärt sie, du bist nicht für mich da. Du meinst mich überhaupt nicht. Ich soll nur deine Begleiterin sein, deine Ausgehfigur. Und dann kommen sie beide zu diesem Thema hier. Die Frau hatte große Angst um ihren Vater und vor ihrem Vater. Es war möglich, dass er fremd ging, der Vater. Das hat sie gefürchtet, das hat sie erlebt. Das war in gewissem Sinn das Trauma. Und es könnte nun sein, dass ihr groß dastehender Mann sich nur mal umschaut nach irgendeiner Frau, die vorbeigeht oder die er mal trifft in irgendeinem Konferenzsaal. Schon ist es für sie, wie wenn die Welt auseinanderbirst. Alle Ängste kommen wieder. Wie hält man sich an einen Mann fest, der nie ganz sicher ist? Und was tut jetzt ein Mann, der auf seine Weise dasteht und immer wieder scheitert daran, dass er eine Menge tut für seine Frau, aber tatsächlich kein wirkliches Interesse hat? Er begreift nicht, was in der Frau vor sich geht. Er kann ihre Probleme ein Stück verworten, auch rational in den Zusammenhängen erkennen. Aber es gibt keine Worte, mit denen er sagen könnte, ich verstehe das. Was du möchtest, ist ein Stück Anerkennung und die hast du längst verdient. In meinen Augen längst verdient, denn so sehe ich dich und so verhält es sich. Und ich spreche jetzt nicht zum Trost im Augenblick. Ein ganzes Leben habe ich doch mit dir verbracht. Wir sollten uns jetzt nicht kurz vorm Ende noch herumquälen. Wir könnten dankbar sein für das Gemeinsame. Aber dann bräuchten wir Worte der Anerkennung. Und das im Grunde findet hier statt im Bett kurz vor der Hochzeit zwischen Königstochter und Froschkönig. Sie lernen zueinander Respekt zu haben, indem sie ihre wechselseitige Geschichte sich erzählen, zu würdigen beginnen und darauf eingehen. Denn es sind Geschichten der Ergänzung. Sie sind symmetrisch beinahe, spiegelbildlich symmetrisch im Gleichen. Ja, schönen Dank an Lisa für diese Mail. Weitere Mails erwarten wir, haben wir auch schon bekommen und natürlich auch Anrufe 0421 24 66 24 0421 24 66 24. Und jetzt gibt's Schubert auf dem Wasser zu singen hier in der Märchenwelt, in Drewermanns Märchenwelt im Nordwestradio. Drewermanns Märchenwelt, heute zum Froschkönig. Herr Drewermann. Ich bin voller Dankbarkeit für den Schubert, der ausgesucht wurde von der Musikabteilung im Norddeutschen Rundfunk. Wir hatten eben Strawinski, das fing an mit einem dissonanten Gespräch voller Brüche und hob sich dann auf in eine beginnende, konsonante Musikführung. Hier jetzt hören wir den Gesang, wie wenn die Liebe wäre wie ein tragender Fluss oder wie ein Meer, ganz und gar romantisch. Ein Spiegelbild auf seiner Fläche, um das Antlitz derer, die sich suchen, in sich aufzunehmen. Grillparzer konnte mal ein Drama unter diesem Titel schreiben, der Liebe und des Meeres Wellen. Das hier ist Schubert, das ist deutsche Romantik in der schönsten Form. So stelle ich mir vor, dass die beiden eigentlich nicht in ihre Hochzeit fahren auf dem klappernden Wagen mit dem Heinrich, sondern dass ihre Seelen miteinander verschmelzen, längst ehe es soweit ist. Ja, und wir sind mittendrin im Froschkönig und in der Diskussion mit unseren Hörern, gerade über viele Mails, die uns erreicht haben. Aber Sie können gerne auch noch anrufen. Wie lange haben wir noch? Eine gute halbe Stunde. Also 0421 24 66 24. Hier eine anonyme Mail. Sie hat in ihren Ausführungen das Wort Ambivalenz benutzt, Herr Drewermann. Alles wäre so ambivalent. Ich möchte noch eine davon hinzufügen. Was wäre, wenn der Frosch eine Frau und somit eine Froschprinzessin wäre? Der Prinz am Hofe lässt sich zwar helfen, sucht aber sofort wieder die Gruppe derer auf, mit denen er feiern, spielen und lustig sein kann. Spiel und Spaß für sich. Arbeit und Verantwortung für die Froschprinzessin. Sie wirft den anderen so weit weg, wie es nur geht, sagten sie. Ja, so ist es. Punkt, Punkt, Punkt. Natürlich lässt sich das geschlechtsumwandelnd auch aus der Perspektive
einer Frau schildern. Und es gibt auch Märchen, die so sind, die Froschprinzessin. Die Frage ist, wie wir uns eine solche Entwicklung denken könnten. Es wäre möglich, dass sein Mädchen ganz und gar an seine Mutter gebunden ist. Auch das könnte eine Froschprinzessin ausmachen. Die Mutter kommt mit dem Vater nur mühsam zu Rande, so wie wir es eben bei dem Einzelkind als Jungen schilderten. Wir könnten uns denken, dass das Mädchen in der Mutter die Vollendung seiner selbst erkennt, aber gleichzeitig der Mutter nicht gefährlich werden darf. Sie muss klein bleiben, um das Selbstwertgefühl der Mutter nicht zu berühren. Wir könnten uns auch denken, dass es die Sinnerfüllung einer solchen Froschprinzessin wird, der Mutter zu helfen, so wie der Froschkönig eben der Prinzessin geholfen hat. Dann hätten wir eine Parallelgeschichte und deren Auflösung wäre ziemlich ähnlich. Ich höre aber in Ihrer Frage im Hintergrund ein sehr konkretes Bild, wie es sein könnte. Da ist ein Mann, der sich amüsiert, der unter seinen Kollegen sich wohlfühlt und die Froschprinzessin kommt sich ziemlich allein und verloren dabei vor. Wenn Sie das meinen, und ich höre es eigentlich heraus, dann wird es kaum anders gehen, als dem Gegenüber mal zu sagen, ich möchte diese Rolle nicht. Ich sehe dich groß und ich hab dich lieb und du könntest der König meines Herzens sein und bleiben, das bist du auch. Aber wenn du dich entziehst, wenn du es in gewissem Sinne ausnützt zu einer Freiheit, mit der ich kaum noch was zu tun habe, wenn ich entdecke, dass du dich unter allen anderen wohler fühlst, als dass ich dir was bedeuten würde, dann setzt das unsere Beziehung aufs Spiel. Dann rollt die Kugel wirklich in ein Tal hinab, aus dem sie nicht mehr zurückzuholen wäre. Du musst dir's überlegen, wen du wirklich lieb hast. Was sie damit andeuten, ist nicht so sehr die souveräne Rolle eines Mannes an der Seite einer Frau, sondern im Grunde gibt es manche Männer, die sich unter ihren Kollegen viel wohler fühlen. Manchmal spielt sogar eine gewisse Angst vor der Frau eine Rolle, so wie wir es eben bei der Prinzessin angenommen haben. Sie ekelt sich, sie fürchtet sich, sie meidet die Nähe eines Mannes. Da ist eine Abwehr, die natürlich langsam überliebt werden müsste. Und umgekehrt jetzt. Vorstellbar ist, dass ein Mann gebunden war an seine Mutter und deshalb eine gewisse Angst hat, eine Frau an sich heranzulassen. Die Mutter war zu fordernd. Der fürchtet, das könnte die Frau wieder werden. Schon weil sie Klage führt, weil sie chronisch unzufrieden ist, weil sie nur da rumhockt und quakt, weil man mit ihr kaum was anfangen kann, außer mit spitzigen Fingern, ganz vorsichtig und ganz auf Distanz. Es ist sehr nötig, einem solchen Mann mal zu bedeuten, dass die Angst völlig überflüssig ist. Die muss er nicht haben. Wenn nämlich die Bedürfnisse auf beiden Seiten sich konkretisieren, man ist nicht seine Mutter, man ist seine Frau, aber ganz anders als seine Mutter. Man hat Wünsche, ganz gewiss, aber lange nicht mehr so total und verschlingend, wie er es vielleicht bei seiner Mutter erlebt hat. Mit anderen Worten, wir müssten darauf zurückkommen, dass es unumgänglich wird, beidseitig sich die eigene Biografie als Geschichte zu erzählen und zu verdeutlichen. Wie erlebst du mich und warum ist das so? Was verbindest du mit mir? Welche Assoziationen kommen dir? Ich entdecke, dass du auf die Flucht dich begibst. Dann ist der Kegelabend viel schöner, als dass wir zusammen etwas machen würden. Oder eine Skatrunde ist dir dann unendlich viel wichtiger, als dass wir mal zwei vernünftige Worte miteinander reden würden. Und wenn wir zusammen sind, vergeuden wir die Zeit mit irgendeinem Krimskrams im Fernsehen. Wir reden zu wenig. Und das allerdings wäre die ganze Kunst. Ich muss zugeben, dass es Frauen in aller Regel leichter fällt zu reden. Männer tun sich schwerer dabei. Sie reduzieren den Dialog auf, was soll ich denn jetzt machen? Hemdsärmelig, praktisch, krachledern, vernünftig. Von A nach B. Bei Frauen ist das in aller Regel suchender, komplexer, ganzheitlicher. Umwege ja aus der Sicht des Mannes auch, ein Suchverhalten, das streut, statt zielgerade auf ein bekanntes Etwas zuzugehen. Auch diese Unterschiede zwischen Mann und Frau, zwischen Prinzessin und Froschkönig, müssten miteinander erörtert werden, sichtbar gemacht werden und dann einander angeglichen werden. Beide Verhalten hat hier Vorteile.
Manches im Wesen einer Frau braucht die Gradlinigkeit eines Mannes, aber der allemal braucht die Ergänzung durch etwas, das ganzheitlicher die Welt umfängt und nicht wie ein Brotmesser gleich durchschneidet. Leben ist nicht analytisch zu bekommen. Aber Leben kann auch nicht im chaotischen Wirrwarr enden. Irgendwie müsste es einen Kompromiss zwischen dem Verschiedenen geben. Und so vermute ich jetzt Ihre Frage. Sie schauen nach einem Mann, der schwer begreifbar ist und von dem Sie spüren, er begreift Sie auch nicht. Also muss man versuchen, sollte man versuchen, einander sich bekannt zu machen. Und Ihre Frage verrät, dass Sie Ihren Partner gerne haben. Also lohnt es sich. Also, toi, toi, toi von unserer Seite. Eine weitere Mail, vorher nochmal unsere Telefonnummer 0421 24 66 24 nochmal in Gänze, damit es keine Verwirrung gibt. 0421 für Bremen, 24 66 24. Aber heute an diesem lauen Sommerabend offensichtlich. Die Leute haben mehr Lust, uns eine Mail zu schreiben. Wie gesagt, Sie können auch anrufen. Hier schreibt auch wieder eine anonyme Zusenderin. Ich bin 42 Jahre alt, mein Leben lang bin ich allein gewesen. In der Regel fühle ich mich nicht einsam, aber insgeheim sehne ich mich nach einer jüngeren Partnerin. Mein cholerischer, jähzorniger, alkoholkranker Vater hat mich und meine Mutter an den Rand gedrängt. Meine Mutter hat sich zu meiner Irritation lange vieles gefallen lassen. Für ein vergnügliches Leben und Liebe war da kein Platz. Mit beiden Eltern habe ich gebrochen. Eigentlich halte ich mich für liebenswert. Gleichzeitig frage ich mich, warum sollte eine Frau, zumal eine Jüngere, von mir geliebt werden wollen? Hin und wieder gehe ich auf eine Tanzveranstaltung. Wenn ich das bunte Treiben dort beobachte, kann es sein, dass ich resigniere und nur noch denke, dass meine Eltern mich, meine Seele, geschädigt haben. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass ich eine Dame angesprochen habe und sie zu meinem Vergnügen mit mir getanzt hat. Es ist also noch nicht aller Tage Abend. Klingt ja noch ein bisschen Optimismus raus. Ich glaube, dass Sie recht haben und dass ein tiefer Schatten von Kindertagen über Ihrem Leben liegt. Ich stelle mir nur mal vor, wie das ist, ein schwer alkoholkranker Vater. Da ist ein Mann, der auf den Knien versprechen wird, nicht mehr zu trinken, weil er weiß, wie er seine Familie und sich selber ruiniert. Und dann wird er wenige Tage später genau dasselbe wieder tun. Eine ständige Tragödie. Ich stelle mir Ihre Mutter vor, die nicht wusste, wann der Vater wiederkommt. In welchem Zustand er sich findet, wenn er endlich nach Hause torkelt, wie viel Geld draufgegangen ist, wie viel Unwürdigkeiten und Schändliches auf die Familie fällt durch das Betragen dieses Mannes, dann kommen die Vorwürfe, die Versprechen eigentlich, sich zu bessern und zu ändern, die Enttäuschung, dass die nicht eingehalten werden. Dieses ganze Drama haben Sie als Mädchen miterlebt. Sie deuten auch an, dass Ihre Mutter viel zu geduldig war dabei und viel zu viel vertragen hat. Psychologen können manchmal grausam sein. Sie haben dann so klare, objektive Begriffe. Sie sprechen von Co-Abhängigkeit. Ich erwähne das Wort, weil ich es für ungerecht, weil vorwurfsvoll halte. Ihre Mutter war nicht vielleicht co-abhängig, aber sie wollte ihrem Vater helfen. Sie trug auch Verantwortung um sie als ihre Tochter. Sie wollte die Familie mit Sicherheit zusammenhalten, gegen die Druckenergie, die das zum Auseinanderbersten brachte. Und sicher, Sie können sagen, im Rückblick, es wäre für alle leichter gewesen, wenn meine Mutter sich getrennt hätte. Von außen kann man das sogar sagen. Irgendwann käme der Zeitpunkt, wo eine Frau ihrem Manne sagen müsste, es steht jetzt auf entweder oder. Entweder du gehst zu einer Entziehungskur und die machst du eisern durch mit allen Nachbehandlungsformen, oder ich werde die Ehe so nicht mehr weiterführen können. Und dann verlierst du uns, deine Tochter und deine Frau, für immer. Es ist nicht möglich, in einem Schiff gemeinsam zu fahren, bei dem der eine mit der Axt immer wieder Löcher in den Boden schlägt und man muss alle Energie investieren, das eindringende Wasser rauszupumpen und dann kommt wieder mit der Axt das nächste Loch. So geht es nicht. So kommen wir nie in einen Hafen. Eigentlich hätten Sie erwartet, dass Ihre Mutter das getan hätte. Sie hat es nicht getan. Und ich höre eine der Folgen daraus. Sie haben für sich eigentlich nicht in den Schluss gefasst, aber das Resultat gespürt, ich werde mich nie verheiraten.
Ich werde nie eine Ehe akzeptieren, die so sein könnte wie die meiner Eltern. Und sie haben offensichtlich überhaupt sich keine andere Form von Ehe bis heute vorstellen können. Sie sind 42 Jahre alt und eine Alternative zu der Art, wie ihre Eltern als Eheleute gelebt haben, war überhaupt nicht vorstellbar. All das war so dunkel, dass es überhaupt außerhalb davon nichts zu sehen gab. Das Einzige, was Sie sich heute vorstellen könnten, wäre eine jüngere Frau, fast wie die jüngere Schwester, die womöglich gefehlt hat, oder sogar wie eine Tochter, die Sie hätten. Die Frau, die sich auf Sie einlassen würde, wahrscheinlich müsste in solchen Rollen sich Ihnen nähern. Sie wäre jünger. Sie müsste Sie als die Ältere und Erfahrenere respektieren. Zu ihnen in gewissem Sinne aufschauen, auch in Dankbarkeit. Es gibt bestimmt Frauen, die genau das suchen werden. Die froh wären, endlich eine Person zu begegnen, die sie bei der Hand nehme. Und dann müssten sie damit rechnen, dass sie jemanden als Gegenüber haben, der von ihnen als der Älteren, der Größeren, der Erwachseneren auch behütet und geführt werden möchte. Und wieder kann ich mir vorstellen, dass Sie damit glücklich wären. Es wäre ganz sicher kein besoffener Mann, mit dem Sie es zu tun hätten. Nicht wieder jemand, der alles nur verekeln würde. Auch muss vieles in Ihren Träumen aus Mädchentagen in Sehnsucht sich gestaltet haben. Dass Frauen insgesamt liebenswürdiger sind als Männer, zumindest wenn sie zum Alkoholiker degenerieren. Sie haben keinen Kontakt mehr zu Ihrer Mutter, sagen Sie, aber als Frau, sagen Sie, könnte ich mich liebenswert finden. Und Frauen überhaupt erscheinen Ihnen liebenswerter als diese Art von Männern. Ich sage immer wieder dabei diese Art, weil ich nicht für unmöglich halte, dass man auch noch anderes entdecken kann. Männer sind nicht nur besoffene Raufbolde. Männer können auch anders sein und vieles ergänzen. Eventuell bleiben Sie dabei und suchen nach einer jüngeren Frau, aber die Welt ist weiter. Und vielleicht lohnt sich auch mal zu tanzen mit einem Mann, wenn Sie sagen, das macht mir nur Angst, das ist ja schrecklich. Was höre ich denn da? Dann könnte ich mir ganz sicher sein, dass das Trauma Ihres Vaters eine solche Macht hat, dass es verdient, auch noch mal anders beleuchtet zu werden, als nur davor wegzulaufen. Dann wären wir bei Edvard Munchs Bild von dem Schatten hinter dem pubertierenden Mädchen, der alles verstellt und alles verschreckt. Und mit großen, angsterfüllten Augen schaut dieses Mädchen in die Welt. Das täten sie dann immer noch. Aber wenn wir den Schatten des Vaters wegtäten, wäre die Welt bunt und reich. Und da kämen Frauen drin vor, natürlich, aber Männer auch. Warum nicht? Das ist die halbe Menschheit. Und vielleicht lohnt sich auch mal zu sehen, wie man tanzen kann mit einem Mann. Vielleicht sogar mit jemandem, der gleichaltrig ist oder ein bisschen älter. Oder wie man redet. Da Sie sich als relativ alleinstehend und in gewissem Sinne einsam schildern, wäre das vielleicht gar nicht mal so übel. Es gibt Gruppen, die grundsätzlich zusammengesetzt sind aus Männern und Frauen. In aller Regel nicht mehr als 8 Leute, 4 Frauen, 4 Männer unterschiedlichen Alters. Und da redet man miteinander. Das können Therapiegruppen sein oder auch Encountergroups. Gruppen, in denen man wechselseitig sich kennenlernt. Am besten wäre, es wäre da ein vernünftiger Gruppenleiter, der therapeutisch dafür sorgt, dass niemand zu kurz kommt und der eine den anderen nicht unter die Räder bringt. Dann hätten wir einen Raum, in dem ich mir vorstellen könnte, Sie würden das, was Sie als Frage hier äußern, mal so mitteilen, dass es lebendig beantwortet wird von Personen, die wirklich in Frage kommen. Ob das Frauen sind, Männer sind, würde sich dann zeigen. Es wäre eine Chance, vielleicht mal zu erleben, dass Männer auch verständig sein können, sensibel sein können, empathisch sein können, nett sein können. Einen Charakter haben, der nicht verbiegt und verwüstet, sondern Seiten hätte, die ähnlich wären, wie ich sie bei ihrem Vater vermute. Die meisten Alkoholiker sind sehr weich, vertragen die Welt nicht, die so hart ist. Brauchen die Betäubung, um durch den Tag zu kommen. Und wenn diese Seiten mal gelebt werden dürften, ohne Betäubungsmittel, offen, gerade, bewusst, in persönlicher Stärke, dann hätten sie den Mann vor sich vielleicht
den sie in ihrem Vater gesucht und nicht gefunden haben. Da sagen wir toi, toi, toi. Und wie gesagt, jetzt zitiere ich nochmal Dr. Drewermann, wenn er gesprochen hat von einer bunten Welt für Frauen und Männer, mit Frauen und Männern. Toi, toi, toi dabei. Gleich kommt der erste Anrufer hier bei uns in unserer Märchenwelt von Eugen Drewermann hier im Nordwestradio. Das war von Fauré, Le Pas Espagnol hier in Drewermanns Märchenwelt heute zum Froschkönig hier im Nordwestradio. Und wir haben einen Anrufer, das ist Jens Rewe aus Oldenburg. Schönen guten Abend, Herr Rewe. Ja, Herr Frese. Herr Obo. Frese, Herr Entschuldigung. Guten Abend. So viel Zeit muss sein. Herr Frese. Kein Problem. Ich habe noch mal eine Frage zur Körperlust und Beziehungslust, was ja auch Thema des Märchens ist. So, ist es dann tatsächlich so, dass wenn die Beziehung, also jeder mit seiner eigenen Problematik beschäftigt ist, so kompliziert ist, halt eben so, dass man dann auch auf die Körperlust ausweicht, weil die ja einfacher ist. Und aber wenn eine Körperlust ohne Beziehungshintergrund ausgeführt wird, entsteht dann dadurch dieser Ekel und dieser Abscheu, wie es in den Märchen auch symbolisch beschrieben wird. Ich meine, ich frage das jetzt, wurde jetzt auch das neue Sexualstrafrecht verabschiedet, halt eben so, dass ein Nein bedeutet. Und solche Phänomene, dass man halt eben so von Gruppen umringt wird, die ihre sexuellen Bedürfnisse an irgendwelchen Frauen ausleben. Das wird jetzt auch immer mehr thematisiert. Und der ganze Internet, die ganze Pornografie, also es wird immer mehr von den Techniken und das Sexualleben so ausgelegt, ohne dass da wirkliche Beziehungen stattfinden. Und da wollte ich mal, Herr Drewermann, noch mal fragen, ist es so, dass durch diese Beziehung, die ich dann aufnehme mit einer Frau, halt eben so, dass die Sexualität sich auch ganz anders, dass sie auch ganz anders erlebt wird, eben dass dieser Ekel und diese Abscheu gar nicht mehr so als Erfahrungshintergrund innerhalb einer Beziehung erlebt wird? Unbedingt. Es gibt in Erinnerung an die 68er und die Revolution des Sexuellen, die unsere Kultur wirklich maßgebend in den letzten 40, 50 Jahren bestimmt hat, ein Film von Jean Eustache. Es geht darum, eine Frau zu schildern, die als Dirne auftritt. Jean-Paul Sartre spielt da im Übrigen auch im Original eine Rolle. Man sieht ihn da halb betrunken, Zigaretten rauchend in der Kneipe sitzen. Und er mit seiner Philosophie wird zum Schuldigen erklärt. Die Ehefrau von Jean Eustache, die die Hauptrolle in dem Film spielt, als Dirne, die mit sich alles machen lässt, die völlig freie Liebe lebt, die Sexualität pur verkörpern soll, bringt sich am Ende des Films um. In allem stimmt der Film. Es ist kein Leben auf diese Weise, weil es keine Innerlichkeit hat, weil man es nur nach außen trägt. Weil man am Ende sich selber zum Ekel wird, weil alle Gefühle nicht mehr innerlich sind, sondern kompensiert werden durch Ersatzgelüste. Es ist erstaunlich, dass man vor über 40 Jahren die Tragödie dieses Weges längst vorhergesehen und warnend auch ins Bild gehoben hat. Es wird darauf nicht gehört, weil eine ganze Industrie darüber sich hermacht. Hier in dem Märchen allerdings ist zweierlei zu beachten. Das eine ist, man sollte denken, dass die Angst vor der Sexualität, die Wahrnehmung des anderen Männlichen als etwas Niedriges, Glitschiges, Tierisches, Beleidigendes, sich ergibt aus dem überhöhten Vaterbild und den daraus hervorgehenden Verboten. Freud würde jetzt sagen, es ist die Folge des Ödipuskomplexes, der Triebunterdrückung, der einseitigen Festlegung der retardierten Weiblichkeit. Alles gut verständlich. Entscheidend aber an Ihrer Frage, man kann das Ganze eigentlich nur überwinden und integrieren in der Liebe. Deshalb ist der Froschkönig mit dem Bild der Kugel, die er aus dem Brunnen geholt hat, so entscheidend in der Erzählung. Es ist die Gabe des Froschkönigs, dass die Königstochter ihre Seele zur Frau ganz hin entwickeln kann. Und das ist identisch damit, die Sexualität zu entdecken als eine Quelle von Freude im eigenen Herzen, im eigenen Körper, im ganzen Leben miteinander. Dazu gehört allerdings, dass man die Liebe entdeckt, den anderen als Partner kennenlernt. Und bis dahin wäre Sexualität wirklich nur reduziert. Er will zu mir ins Bett, ganz grob gesprochen. Er will mal wieder nur das eine. Er quakt darum. Und sogar fast noch obszöner, wenn wir das Märchen uns so anschauen. Er hat gerade schön gegessen und jetzt will er seinen Nachtisch sozusagen.
Frauen können dabei das Weglaufen lernen, wenn das so ist. Außer sie entdecken, dass der andere etwas ganz anderes meint und will. Er möchte eine Gemeinsamkeit. Wir müssten die ganze Beziehung aus den verkindlichten, zurückgedrängten Gefühlen ins Fließen bringen. Und das deutet dieses Märchen nur an in der kleinen Handlung, wie der Froschkönig an die Wand geworfen wird. Auch das, sagte ich ja, kann so etwas sein wie ein Sexualsymbol. Wenn man die Scheu mal überwunden hat, könnte es wirklich schön werden. Aber das wird jetzt ganz schwierig in Bezug auf Ihre Frage. Ein Nein ist ein Nein, da waren Sie sich alle einig vorgestern im Bundestag. Sie feierten geradezu Ihren Mut zur Klarstellung. Nur leider fürchte ich, sind die Dinge überhaupt nicht klar. Ganz oft sagt jemand Nein, meint aber Ja. Das gehört zu den Ambivalenzen. Mitunter meint er Ja, will aber ein Nein. Menschen reden selten so identisch, eindeutig, dass es mit der Bergpredigt übereinstimmt. Eine Rede sei das Ja, ein Ja, das Nein, ein Nein. Alles andere ist vom Übel. Das stimmt. Aber in lauter Angst, in Unreife, in Unsicherheit seiner selbst und in der Beziehung reden Menschen sehr verstellt. Und die ganze Kunst ist daraus zu spüren, zu hören, was meint der andere wirklich. Die Zweideutigkeit beginnt schon im Umgang miteinander. Es gibt noch mal ein Bild von Edward Munch, der zu dieser Thematik von Sexualangst, Partnerbeziehung, Störung eine Menge auf die Leinwand gebracht hat. Ein Bild, das heißt simpel Hände. Da sieht man ein Mädchen in rotem Kleid, das sich umdreht. Man sieht nur ein verängstigtes Gesicht. Das Mädchen geht nicht, es schwebt, denn von allen Seiten her sind Hände, die es begreifen möchten, die angreifen, zugreifen, packen möchten. Sie berühren das Mädchen nicht wirklich, aber man sieht die Angst davor, so könnte es kommen. Gleichzeitig ist Edward Munch sich völlig im Klaren darüber, dass die Angst des Mädchens auch einen Wunsch in sich trägt. Das rote Kleid ist voller Liebe, voller Sehnsucht, von glühendem Verlangen. Das, was es als Angst auf sich zukommen sieht, ist zugleich dasjenige, was es benötigt, was es möchte. Und aus solchen Widersprüchen klarzukommen, ist die wirkliche Kunst. Ich glaube nicht, dass irgendeine Klarstellung von außen für Eindeutigkeit sorgt. Im Übrigen sehe ich jetzt schon voraus, ein Ja ist ein Ja. Wie soll das festzustellen sein, vor einem Richter, wenn es keine dritten Zeugen gibt? Der Mann wird sagen, das war aber so. Die Frau wird sagen, nein, so war es aber. Und schon hat man sich zu streiten über etwas, das in Mangel von Zeugen überhaupt nicht entscheidbar ist. Es ist möglich, dass man der Frau glaubt, sie ist die Schwächere, und zumindest, wenn es zur Gewalt kommt, hat man natürlich klare Indizien und dann ist auch das Gesetz am Zuge, ganz klar und nicht zu leugnen. Aber in der Sensibilität der Begegnung miteinander hilft uns das überhaupt nicht. Die wirkliche Kunst ist nicht ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Die Frage ist, wie wird man so reif, dass man mit sich identisch ist, eine klare Sprache zu finden? Und wann ist vielleicht das Ja, das ein Nein verbirgt, nur eine Bitte darum, die Angst zu lösen, die das Nein oder die Scheu noch artikuliert? Das alles ist so sensibel, fast so wie die Musik, die wir eben hörten, eine spanische Musik. Rätselhaft, wogend, uneindeutig, wie die Musik überhaupt. Liebe ist ein Prozess, den man nicht einfach greifen kann nach klaren Begriffen, sondern es entwickelt sich. Und das ist, was wir hier bei diesem erstaunlichen Märchen vom Froschkönig lernen können. Sie haben völlig recht, will ich bestätigend sagen. Sexualität, körperliche Lust ist so wunderschön, als sie sich seelisch erfüllt. Und sie ist so armselig, als sie ohne Seele bleiben sollte. Herr Frese. Ja, das war eine sehr ausführliche Antwort. Danke, dass Sie auf alle Aspekte eingegangen sind. Viel Erfolg weiterhin mit Ihrer Sendung. Danke. Herr Frese, wir bedanken uns für Ihre Anregung und wünschen Ihnen auch noch einen angenehmen Abend. Dankeschön, Herr Ober. Tschüss. Und ich habe noch eine letzte Mail. Wir müssen auf die Uhr gucken. So viel Zeit bleibt nicht mehr, aber die möchte ich doch noch verlesen. Die kommt von Gabriele. Ich kenne einen Mann nun seit einem halben Jahr und er hat sich bisher verhalten, so wie Sie ihn anfangs beschrieben haben. Steht zu Diensten, unterwürfig, tut er ständig nur, was ich will, hat nie eigene Wünsche und Ansprüche. Ich erlebe dies immer stärker, genauso wie Sie auch das beschreiben, nämlich als unterschwellige eigentliche Forderung und andererseits als lästig und anstrengend. Ich habe ihm das alles knallhart gesagt und er gibt mir recht, weiß aber nicht, wie er sich ändert.
ändern kann. Er sagt, er kann das nicht von heute auf morgen. Ich habe aber die Geduld verloren und ihn sozusagen, und jetzt zitiert sie das Märchen, an die Wand geknallt, auch in der Hoffnung, dass er vielleicht aufwacht. Jetzt bleibt mir doch nichts anderes als zu warten, oder? Fragt sie Gabriele. Tja, dann wären wir wieder bei Rilkes Brunnengedicht. Es bleibt noch mehr. Ich verstehe vollkommen, wie viel Ärger es macht, bedrängt zu werden von einem Mann, der sich nicht selber getraut, seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. Aber Sie könnten die Verneinung, die Sie deutlich spüren und die Sie auch artikuliert haben, als Angebot sagen. Im Märchen hören wir ja, es hat der Froschkönig dieses Verhalten gelernt unter dem Druck einer Mutter, die genau das benötigte. In die Tiefe zu tauchen, Trauer zu trösten, Depressionen aufzuhellen, verlorene Gegenstände aus der Tiefe hervorzuholen, das ist sein Metier gewesen. Dafür wurde er geliebt und nun erwartet er dafür, auch von einem anderen, von Ihnen zum Beispiel, geliebt zu werden. Dann wäre die Aufklärung natürlich nützlich, zu sagen, du meinst das so gut und du tust wirklich viele wunderbare Dinge, nur du musst dabei nicht stehen bleiben. Du könntest viel mehr von mir haben und auf jeden Fall ich von dir, wenn du dich getrauen wolltest, aus diesem Schema mal herauszukommen. Deine Wünsche sind mitunter noch kostbarer als deine Bemühungen zu helfen. Ich bin ja doch inzwischen eine halbwegs erwachsene Frau. Ich kann mir selber helfen. Ich brauche keinen Diener. Ich bin nicht auf irgendeinem Schloss geboren und brauche jetzt Edellinge um mich. Ich bräuchte einen wirklichen Partner. Und der könntest du sein, aber dann müsstest du dich getrauen, mal zu äußern, was du selber denkst. Ganz sicher hättest du um die Ecke sofort Angst, dann würde ich es ablehnen. So wie es vielleicht bei deiner Mutter war, so wie du es gelernt hast. Wenn man eigene Bedürfnisse hat, wird man dem anderen nicht mehr gerecht, verliert man seine Nähe, wird man eigentlich nicht mehr geduldet oder als lästig empfunden. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich empfinde das Verdrängen deiner Wünsche als viel lästiger. Die hintergründigen Ansprüche, die du artikulierst, für viel überwältigender. Das, was du einfach wünschst, ist in aller Regel das, was ich auch erfüllen könnte. Das, was du nicht wünschst, aber im Hintergrund verlangst, ist im Übermaß und unerfüllbar. Drum drehen wir es mal um, probier's mit mir mal anders und wir haben beide mehr voneinander. Ich wollte nur sagen, das an die Wand klatschen ist das eine, das dann aufeinander zuhören im Märchen das zweite. Und so könnte es weitergehen. Es wäre nicht einfach warten. Es wäre ein wachsames Zuhören, wenn Sie das Wortspiel erlauben. Vom Warten zum Wachsamwerden. Und noch eine Alliteration dazu. Ne? Warten und wachsam werden, ja. Ich glaube, Gabriele, dass das ein bisschen hat helfen können. Und schönen Dank für Ihre Mail. Schönen Dank auch an alle anderen, die hier bei uns angerufen haben oder uns eine Mail geschickt haben. Das war heute die Märchenwelt, Drewermanns Märchenwelt. Wir machen eine kleine Sommerpause, Herr Drewermann. Am 17. September sind wir dann wieder da mit Dornröschen, ne? Sehe ich das richtig? Ein wunderschönes Märchen, das wieder davon redet, wie die Liebe sich verstellen kann durch Ängste, jetzt aber durch ganz besondere. Und wie man sie überwindet durch die Liebe, wie man durch Hecken kommt, die eigentlich versperren. Und wie man jemanden wachküsst, sodass er die Liebe als Erlösung lernt. Also können wir uns schon freuen auf den 17. September, Herr Drewermann. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich mich bei Ihnen und unseren Hörerinnen und Hörern. Und das Team von Drewermanns Märchenwelt verabschiedet sich. Das waren eben Eugen Drewermann, Sie haben ihn gerade noch gehört, Sifora Rubina, unsere Redakteurin, Holger Pastler, der uns die Märchen eingelesen hat, oder das Märchen vom Froschkönig, Volker Ockow in der Technik. Mein Name ist Hans-Heinrich Obuch. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und dann ein schönes Wochenende. Tschüss, bis zum 17. September.